So, hallo alle, zur nächsten Folge von Sparks Challenge und wir waren stehen geblieben da vorne irgendwo. Moment. Skelette? Wetter-Skelett? Wither-Skelett? Nein. Wir wollten da vorne ein wenig bei dem Blaze-Spawner ein bisschen rumschnetzeln und hoffentlich ein paar Blaze-Rods einkassieren für Braustadt, nicht? Und auch Ziel unter anderem. Na komm schon. Einfaches Blaze, please. Guck ich gerade ein bisschen, was da los. Jetzt geht's wieder. Jetzt spawnt nichts. Habe ich auf easy gespielt. Ah, wegen 5 Dingen in Minecraft auf peaceful. Geht mal gar nicht. So, easy. Ja. Blaze Rod bekommen. Ich bräuchte aber eventuell noch eine, hätte ich jetzt gedacht. Vielleicht ein bisschen mehr würde ich noch einsacken. Vielleicht so 2 bis 3. Dann reicht mir das. Ich glaube, eigentlich brauche ich nur einen für den Brauschen. Aber komm, einen nehme ich noch für die Lösungskiste mit. Fertig. Spawne, Blaze. Spawne. Ja. Jetzt mal was. Da ist noch ein, ich denk mal. Ja, 3 Stück, das reicht. Das reicht. Danke, 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 das reicht. Gut, so gucken wir mal noch ein kleines bisschen. Geht's hier eigentlich noch weiter irgendwie so ganz zufällig? Nee, okay, Entschuldigung. Hätte gedacht. Wie gesagt, Wither-Skelette einfach mal gucken, Köpfe und sowas, ne? Wenn man schon mal da ist, einfach ein bisschen durchgehen. Und ja. Nein, die sollen auf Kreuzung spawnen. Ich hoffe mal, ich blockiere mir den Stein nicht, den Spawnplatz von denen. Wäre doof. Wäre ziemlich doof. Habe ich hier. Doch, braune Pilze habe ich eingesammelt. Genau, genau, genau. Was gibt's da unten nochmal? Nix. Verdammt, dann laufen, laufen, laufen. Ich laufe durch, aber ich werde die ganze Zeit hier nichts finden. Ich will nur Wither-Skelett. Ich habe keine 50 Stelle, wo die mal irgendwie spawnen oder so. Das ist doch doof. Nein, keine Skelette. Nix los. Kein Mob da. Absolut nichts los. Wie kann jemand irgendwie zufällig noch einen Tipp geben oder so, wie man die besser findet? Weil einige haben das sogar schon fertig, den Wither-Kopf. Wie habt ihr das gemacht? Wie man am optimalsten Wither-Skelette spawnen lässt. Ich bin überfragt. Erzählt mal. Lasst es mich wissen am besten. Ist irgendwie doof gerade hier. Es ist halt langweilig die ganze Zeit, wenn du nicht hier nichts machen kannst, ne? Naja. So, jedenfalls Blaze Roll habe ich fertig. Jetzt brauche ich noch ein Enderauge, aber ich kann hier schon nächstes Ziel mit abhaken, ne? Das stimmt hier auch schon wieder. Ein Enderauge und los geht's. Und es ist auch, glaube ich, jetzt das letzte Mal, wo ich so hart arg übermüdet mal aufnehmen muss, weil ich habe jetzt bald mal 2 Wochen frei. Und die geschlossen über Weihnachten. Schön. Brauche ich gerade irgendwie ein bisschen Urlaub. Nein. Bisschen Möglichkeit mal auszupennen. Ist unmöglich hier. Mal gucken. Jetzt zurück, genau. Spinnenauge oder Fermented Spider. Wir können oben aus Zucker gleich noch hier Zutaten für alles herstellen. Die Karotte muss wachsen. Sobald die Karotte wächst, können wir da ruckzuck hier auch was regeln, denn goldene Karotte und Unsichtbarkeitstrank und, und. Da ich jetzt die Blaze Rod habe, die brauchen wir für den Braustand, läuft das doch schon mal. Ist schon mal was, okay. So, erstmal durchgehen, mal gucken. Vielleicht können wir ja wieder was abhaken für diese Folge. Das wird sich dann noch zeigen. Bin ich mal gespannt hier. Ups, da hoch, da hoch, da hoch. Übrigens, was haltet ihr von einer Battle-Staffel so in der Art, wie Domus Player es mal gemacht hat, mich eingeladen. Eventuell werden da vielleicht ein paar Videos zu kommen, auch etwas regelmäßiger. Bisschen mehr PvP wieder auf dem Kanal, ich hoffe mal, das ist okay. Ich würde es empfehlen. Ist im Moment aber erstmal nur so ganz grob geplant. Es steht noch nicht so ganz sicher fest, wann, wie, wo, in welchem Umfang das kommen wird, aber es kommt wahrscheinlich. Habe eigentlich ja schon zugesagt. Nur so nebenbei. So. Genau, hier muss erstmal Zeug fertig durch Dingensen und so. Kann man irgendwie das hier reintun und. Ha, geht, ich verbrenne einfach schnell die Werkbank. Mach mal kurz hier ein paar Cleanstones draus. So, Diamanten hätten wir hier. Die Angel. In der Zwischenzeit, wo hier oben alles im Arbeiten ist, kann ich ja mal kurz angeln gehen. Wo sind die Angeln hin? Nein, die Angel. Fishing Rod, was ist da los? Ist die kaputt gegangen? Ich sehe die nämlich gerade echt nicht. Ich glaube, ich habe gar keine Angel mehr hier. Was ist da los?
Nein. Echt nicht? Nö. Kein Angel mehr hier. Kein Angel hier. Okay. Dann müssen wir da mal woanders gucken. Apropos Gold schmelzen, nicht vergessen. Gold muss geschmolzen werden. Da reicht, glaube ich, eins, genau. Da müssen wir es nachlegen, hat auch nur für eins gereicht. Und hier das Eisen ist fertig. Okay, wo war der Rest vom Eisen? Hatte ich schon im Inventar? Nee, da. Gut, da kann ich wieder Blöcke draus machen. Nur so nebenbei. Da auch. Brauchen ja eine gewisse Anzahl an Blöcken für den Beacon später. Und ja, es liegt halt hier am Zuckerrohr, dass das halt irgendwie mal wachsen tut. Was es aber nicht tut, denn, ja. Ich brauche davon jede Menge, eigentlich, für Bücher. Will nicht. Habe ich gedacht, da wäre ein bisschen mehr von gekommen. Eins davon brauche ich hier als Zucker. Nö, ist keine Angel irgendwie drin. Disappearing Fishing Rod. Okay. Dann 1, 2, 3. Zum Glück noch Spinnfäden übrig. 1, 2. Genau. So, mit der können wir jetzt erstmal wieder. Ich brauche halt noch einen Clownfisch. Warum einen Clownfisch? Wenn ich hier stehe, wächst hoffentlich übrigens hier ein bisschen das Zuckerrohr nach. Da wächst schon mal was, genau. Schlage ich ein paar Fliegen mit einer Klappe. Aber mal wachsen lassen. Und auf Fischli warten. Da kommt was? Nee, normaler. Alles nicht so leicht. Nächster Versuch. Ich hätte übrigens eine interessante Theorie, die wollte ich mal kurz ansprechen. So, wenn dir irgendwas langweilig ist, allgemein, was man gehört hat. Und zwar, es könnte ja eigentlich das komplette Leben, so wie du es kennst, eine Art Illusion sein eigentlich. Also mal angenommen, warte mal ganz kurz, wo sind die anderen Fische hin? Wo sind der Fisch, der rausgeflogen ist? Warte, ich erzähl gleich weiter. Mal. Huh? Ist hier ein Knochen rausgeflogen? Okay. Und zwar, mal angenommen, man kann, oder alles, was du spürst, was du fühlst, was du verarbeitest, wird ja durch dein Gehirn verarbeitet, ne? So, jetzt die Frage. Was ist denn? Also, man wird ja vielleicht irgendwann in Zukunft theoretisch dann, angenommen, du wärst schon nicht gestorben, könnte man dein Gehirn ja theoretisch in einen Wassertank stecken, mit Nährlösung oder so, und könnte mit Hilfe von Signalen halt, keine Ahnung, eine Art Welt simulieren oder dich noch dadurch am Leben halten oder ohne dass du es tatsächlich mitkriegst, so eine Art. Also ohne dass du es mitkriegst, wirst du, wenn dir halt Sachen oder bekommst halt normalen Reiz, als ob du irgendwie ein normales Leben oder so führst. Dabei bist du eigentlich schon tot, bist einfach nur Gehirn, was in einem Tank rumschwimmt. Was wäre denn, wenn die aktuelle Realität bereits schon so ist, dass das gar nicht real ist, was sie ist, sondern dass einfach schon du zum Beispiel längst gestorben wärst und dein Gehirn in so einem hässlichen Tank hängt. Was wäre denn mal damit? Ich meine, du kannst ja selbst nicht rausfinden, weil es nicht geht. Es kann kein anderer für dich überprüfen und du selbst kannst es auch nicht überprüfen, weil dein Bewusstsein ja in dir drin in deinem Kopf steckt. Jetzt fängst du wieder beim Philosophischen an hier. Ist mir heute so eingefallen, hab mal kurz drüber nachgedacht. Da würde ich gerne mal eine hat jemand vielleicht mal Ideen zu? Wie wäre denn so ein Ekem? Es hört sich richtig dämlich an. Es ist genauso unwahrscheinlich wie alles andere auch, was man denkt. Aber wahrscheinlich ist diese Theorie genauso unwahrscheinlich wie die eigentliche Theorie, die man denkt von der eigenen Existenz, wo man sich fast sicher ist. Man weiß es ja nicht, ne? Stell dich mal vor, ihr seid einfach nur hier in so einem Wassertank, was jetzt hier eine Welt simuliert bekommt, so eine Art. Das ist mir keine Ahnung warum. Es hört sich irgendwie richtig dämlich an, aber es wäre möglich. Du würdest es gar nicht mal mitkriegen, wenn es so wäre. Wenn du, keine Ahnung. Ja. Jetzt habe ich keine Ahnung. Bin ich heute irgendwie mit Gedanken dran hängen geblieben. Frag mich nicht wieso. Vielleicht auch die Theorie zum Beispiel, wenn man ein Haus oder wenn man sein Zimmer verlässt, hört es in dem Moment auf zu existieren oder sowas. Weil du nicht mehr. Oder alles, was nicht in dem Bewusstsein ist, in dem eigenen Bewusstsein hört auf zu existieren. Was aber auch schon irgendwie fast wieder komisch wäre, weil irgendwo passiert hat, wenn man genommen bestellst ein Paket, ja, von alleine kommt das nicht, das muss ja irgendwie wo eingepackt werden. Das heißt, aus der Nichtsexistenz kann es ja auch gleich wieder existieren und rauskommen. Das ist so. Vollkommen. Was war das jetzt? Ja, Lachs.
ich weiß nicht, unter anderem ein bisschen Anregung davon war so ein Top 10 Video von, genau, 10 Gründe, warum du nicht existieren könntest. Das war schon ein bisschen interessant, muss ich sagen. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Wäre sowas ganz abwegig? Vielleicht, oder vielleicht, was ich mir dann so überlegt habe, vielleicht was auch möglich wäre, jetzt ist es ganz abstrus, aber trotzdem, stell dir mal vor, die Welt, wie du so kennst, ist eigentlich wirklich eine Simulation. Du bist aber derjenige, der diese Welt halt in deinem Leben erstellt, programmiert, was auch immer hat. Und du hast dich gerade selbst in den Test versetzt, diese Welt zu testen und lebst jetzt durch sozusagen. Aber natürlich hast du keine Erinnerung an dein eigentliches Leben, sondern hast sozusagen Urlaub gemacht oder so, eine Runde, in die ich in dieses Leben verflüchtig. Indem du halt, keine Ahnung, hast einen Helm aufbekommen, legst pennen, bist pennen oder so, für 80 Jahre oder sowas. Und eigentlich lebst du länger, keine Ahnung, aber du hast diese Welt halt so geschaffen, dass das hier so ist, wie es gerade ist. Okay, das ist auch schon wieder ein bisschen, ja, fängt schon wieder fast in Science Fiction an. Das ist schon fast wieder eine Idee für ein Drehbuch oder sowas in der Art. Muss ich ja sagen, das wären schon fast gute Drehbuchideen, das fällt dir ganz bei Mangeln. Wäre schon fast gute Drehbuchideen für einen Film. Ich könnte ein Drehbuch schreiben. Ja. Das ist, ich glaube, sowas interessiert einen allgemein, denke ich mal. Eine Seerose, habe ich gerade geangelt. Bitte warten. Ich kann eine Seerose angeln. Ja, gut, das ist möglich. Ich will einen Clownfisch, verdammt. Aber stell ich das mal vor, was werden dann? Ja, vielleicht kann man das als Drehbuch wurzeln. Oder allgemein, oder es muss ja nicht mehr du sein, der diese Welt simuliert hast. Das kann auch jemand anders sein, du testest die halt oder du bist als Testobjekt hier reingesetzt worden oder sowas und spielst die halt durch oder lebst die halt, spielen ist ja nicht mehr die Rede, lebst die halt dann durch. Wäre aber irgendwie interessant, der Gedanke. Es wäre theoretisch alles möglich, weil du weißt es ja selbst nicht. Ah, Pufferfisch. Egal, war nur so ein Gedanke, weil ich jetzt ein bisschen, ich sollte mal wieder mit philosophischen Themen und Fragen anfangen, weil ich es vor einer Weile schon mal gemacht habe, ein kurzes Beispiel, oder vor einer Weile schon erst länger her, habe ich, glaube ich, mal das im Let's Play ein bisschen besprochen, jemand diskutiert, ich glaube, man schafft noch dabei, mal angenommen, du wärst, keine Ahnung, in irgendeiner Führungsposition von einem Land, du hast jetzt die Wahl, und es herrscht Krieg, du hast jetzt die Wahl, dass du selbst dich für alle opferst oder dass du 10.000 Menschen rekrutierst und in den Krieg schickst. Was würdest du tun? Also mal angenommen, okay, du kennst die Leute auch nicht. Das war eine Heidendiskussion, so auch schon etwas länger her. Müssen wir vielleicht in den Singleplayer-Let's Play-Folgen nachschauen. Irgendwo in den Playlist, ich glaube bei Folge 500 oder 700 irgendwas, da war das, da war Shuffle mal irgendwie noch mit drin. Da haben wir das mal diskutiert, könnt ihr gerne mal reinschauen oder so. Aber ja, das war von damals und das war halt jetzt von jetzt das Thema. Genau. Was denkst du, was die richtige Realität ist, so wie sie zu sein scheint oder so wie sie nicht zu sein scheint? Ich meine, man weiß es ja nicht, ne? Man weiß es ja nicht, ist nicht so einfach. Ich kriege echt keinen Clownfisch. Würde ich jetzt gerne ziehen, den ziehen wir gerne hier abhaken und so, ne? Ja, ich lasse Zucker einfach wachsen und dann läuft das nebenbei. Genau, schreibt mal euer Verständnis. Oder was auch noch möglich wären, Ideen, was eigentlich abgeht. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben. Kommentar, ich bin gespannt, ich lese mir das Ganze durch. Mache ich sowieso mal bei so Themendingern. Bei 5 Dinge Minecraft kann ich das teilweise gar nicht mehr, weil da habe ich in der 3000 Kommentare in einem Video. Ich fliege da mal drüber. Aber Sachen, wenn ihr mir die da einschickt, nicht in die Kommentare. Bitte per PR nicht mit. Ich überlege es das. Das ist weg. Das ist nach kurzer Zeit weg. Flups aus. Schwupp, weg. Und bitte wirklich nicht Sachen schreiben, dass mit den Regenbogenschafen kam schon in der letzten Folge schon wieder und wieder und wieder. Die habe ich in der Folge davor gezeigt, aber 30 Leute schreiben das mit den Regenbogenschafen in den Kommentaren. Wenn ihr Sachen einschickt, bitte vorher die Playlist checken, das ist nämlich ansonsten, ja, ich kann die nicht verwenden. Schon wieder Seerose. Da kommt ein Zombie Pikmin raus. Ha, Zombie Pikmin in der realen Welt. Ja, und hier will als kein Clownfisch kommen. Ne, nur die normalen Fische. Ich hoffe, man in 30 Sekunden hier fängt noch, wird noch irgendwas gefangen. Weil ansonsten ist die Folge um. Da würde ich schon was sagen, ich bin irgendwie fürs Zuschauen. Wir sind jetzt ein Part, dies, das. Moment, nicht ganz fertig. Ich sag's dann schon mal. Ja, Fisch. Immer noch nicht. Wir haben jede Menge Fische, aber nicht die richtigen. Und Seerosen und Wasserflaschen und was weiß ich nicht alles. Mann.
Hör auf, mein Getreidefeld oben kaputt zu machen, Zombie. Das gefällt mir gar nicht. Ja, hör auf zu grunzen. Ich meine dich. Redeten wir? Redeten wir? Nein, macht er wahrscheinlich auch nicht. Doch, redet mit mir. Und du hast die Karotte rausgetreten. Du Sau. Alter. Meine Schöne, wenn die jetzt die Samen, ohne Scheiß, wenn jetzt die Samen kaputt gegangen werden von dem. Alter. Alter. Alter, Alter, Alter. Der Block hier muss weg. Der Block hier muss weg. Und es ist nur eine Karotte rausgekommen wegen dir. Weil die noch nicht fertig gewachsen war. Alter. Zombie, das nehme ich jetzt persönlich. Das nehme ich persönlich, also werde ich in der nächsten Folge töten. Ich hoffe, ich denke noch dran. Ich denke noch dran. Denn jetzt die ganze Zeit, wo die Karotte gewachsen war, umsonst gewesen. Wenn die Folge nicht schon mal wäre. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Nächste Mal eine Minute kürzer, weil ich jetzt wieder eine Minute zu lang war. Und ja. Und tschüss.